Hallo und herzlich willkommen bei Ayumi. Heute nochmal einen ganz kleinen Rundgang durch den Garten, weil es so schön wächst und weil die Sonne jetzt wieder scheint und es ist nicht mehr so super kalt. Gott sei Dank, tagsüber werden wir schön gewärmt und nachts brauchen wir die Wärmeflaschen nicht mehr. Also es wird jetzt langsam wärmer und ich muss euch echt noch was ganz Phänomenales zeigen, was ich in meinem Garten entdeckt habe. So etwas habe ich noch nie in Deutschland gesehen. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also es ist schon ein wenig Herzschmerz dabei, weil ich weiß, bald fahren wir wieder oder fliegen. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas ernten werde, außer vielleicht ein paar Blümchen oder so. Vielleicht einen ganz kleinen Rotkohl. Rote Beete. Mal schauen. Auf jeden Fall führe ich euch jetzt mal durch meinen Garten. So, hier ist die Kräuterschnecke. Da wächst und gedeiht es schon ordentlich. Mama, kann ich das dann hier raus? Nee, nicht da, Mausi, da hinten. Da ist der Platz für die Hasis. So, und jetzt hier. Ich will dann noch was rein. Der Mais, der wächst schon schön. Und die Bohnen auch. Und die Erbsen, die ich aus da schon mitgebracht habe, das sind diese Zuckererbsen. Die wachsen auch schön. Nein, Kern. Was ist hier auf jeden Fall irgendwie überhaupt? Ja, also Erdbeeren und Tomaten sind hier irgendwie ganz schlecht. Obwohl da auch. Nee, weil es so doll geregnet hat. Da sind die. Aber hier kommen schon ein paar Blüten wieder. Also die erholt sich wohl noch. Ja. Genau da. Ja. Und hier mein Feld, wo ich Brokkoli gepflanzt habe. Und die sind alle verbrannt. Bis auf die Kämpferchen. Die haben es überstanden. Hier. Genau. Und eins. Zwei. Und drei. Hier die Zwiebeln. Das ist auch was aus der Permakultur. Seht ihr das? Die Frühlingszwiebeln. Ist alles grün, ne? Ja, ich muss ein bisschen fleißiger werden hier. Da sind die und da. Und hier, genau, der Salat. Und die Frühlingszwiebeln kannst du ein Stück abmachen. Ja. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen hacken. Wie ihr seht, ist es ein bisschen runtergerutscht. Also die Erbsen wachsen hier auf jeden Fall ziemlich gut. Und daneben der zarte, süße Mais. Genau, das war das Feld, was ich euch vorgestellt habe in dem anderen Video. Das zeige ich euch auch nochmal. Hier wächst sogar eine Bohne schon richtig groß und ja, es wächst und gedeiht alles. Nee. Dann haben wir hier das Muckifeld. Die haben wir jetzt noch rausgeholt, ein bisschen in die Sonne, weil der Stall, der steht ein bisschen im Schatten. Und hopp, 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 schwupp, weg sind sie. Da, das ist natürlich wunderschön, ne? Sowas zu sehen. So, wir setzen uns jetzt. Achso, hier noch. War ich gestern ein bisschen fleißig. Rote Beete, Sellerie. Und da hinten haben wir den Kohl. Der Rotkohl, da muss ich ein bisschen näher dran gehen. Der wächst so toll. Hier, der größte Rotkohl. Der größte ist er, der Rotkohl. Schaut mal hier, das ist total phänomenal. Da wächst aus der Ringelblume, als ob die Samen sich da irgendwie eingepflanzt haben. Guckt mal hier, aus der Ringelblume und aus den Ringelblumensamen wachsen Ringelblümchen. Also das habe ich noch nie gesehen. Das ist echt phänomenal. So, die Kinder wollten jetzt Schule machen, beziehungsweise die Große. Und da hat die Kleine was gesagt? Sie will nicht in die Schule, sie will lieber in die Natur. Deshalb sitzen wir jetzt hier draußen. Bisschen was willst du machen für Schule? Diktat, ne? Diktat. Ja. Total schön im Garten zu arbeiten. Nein, da hat man dann irgendwelche. Nein, die Hunde entspannen, die Muckis entspannen. So, die Sonne brennt jetzt richtig heiß. Und wir gehen rein, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst ja, Daumen hoch. Hier aus dem Märchenbuch habe ich gerade ein Diktat vorgelesen. Juhu! Also wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, einmal den Daumen nach oben bitte. Und gerne teilen und vergesst nicht unser Abenteuer mit dem Fahrrad. Es startet in ein paar Wochen.
Seid mit dabei, auch bei den Vorbereitungen. Und Anfang April geht's los. Danke, tschüss.